Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge zu meiner Klee-Familie mit dem dieses Jahr elternfreien Gameplay-Pack-Gameplay. Und ja, wir bauen hier einen Roboter hier mit dem Kind. Und die Mami ist schon ein bisschen müde, die Lea. Oh nee, die muss schlafen. Heißt die überhaupt Lea? Ja, die heißt Lea. Genau, und der Jonas, der baut hier einen Roboter. Mal gucken, was dabei rauskommt. Weil es gibt ja drei verschiedene Qualitätsstufen von diesen Schulprojekten, die man hier machen kann. Und ich finde das ziemlich toll, weil, ja, sie bekommt natürlich die Erzieherfähigkeit dazu. Ich glaube, die bekommt auch, ja, hier Programmieren dazu bei dem Roboter. Und auch der Junge steigert hier seine Mentalfähigkeiten. Ich finde das sehr, sehr schön. Und der ist jetzt ein bisschen beschämt. Wieso? Oh, wie kann ich mich verstecken? Sehr unbehaglich hier. Aber sorgfältig gearbeitet, weil vorsichtig an einem Schulprojekt gearbeitet hat, bekommt er die Konzentriertstimmung und die bringt ihm natürlich was für die Schule, für seine Noten. Und das ist ja ziemlich wichtig bei ihm als Dreier-Grundschüler. Das geht noch besser hier, ne? Komm, bastelt mal hier ein bisschen was Schönes. Über was plaudert ihr denn hier? So, komm, wir müssen ein bisschen schrauben hier, ein bisschen basteln. Mal gucken, es sieht auch schon so aus, ne? Wie wenn hier so, dass der Körper wird, die Dose und die Augen, oder was ist das? Sehr cool. Ja, die basteln hier mal weiter. Die Red, die schläft hier schon so ein bisschen. Ja, die ist so ein bisschen immer so ein bisschen müde, die Arme, ja. Du musst auch duschen, du stinkst hier schon wieder mit deinen schicken Schuhen hier. Und... Oh, der Marvin kommt nach Hause, unser Polizist hier. Oh, du siehst auch nicht so gut aus, ne? Wir müssen dich aktiv eigentlich mal zur Karriere begleiten, weil ansonsten wirst du ja gar nicht befördert. Das ist ja hier eine Bedingung hier. Ach, schade. Das ist voll doofig. So, auch du kannst mal so ein bisschen hier die aufwecken und umscheuchen, weil auch du sollst ein bisschen zumindest hier... Oh, du brauchst Spaß, ne? Polizei macht keinen Spaß. Komm, weg mal deine Tochter auf hier. Die muss jetzt ein bisschen leiden hier. Ist ein strenger Vater und die müssen wir jetzt so ein bisschen in das rebellische Teenagerleben hier irgendwie, ne, führen. Und ich würde mal sagen, du machst mal deinem Ärger Luft hier. Bist schlecht drauf von der Arbeit, lässt es an deiner Tochter aus. Die Arme, die stinkt. Du musst hier irgendwie rebellisch werden, sonst ist das hier irgendwie nicht so wie gedacht, wie es die Leute abgestimmt haben. Ne? Da gibt es so Umfragen im Video, machte Daniel immer und dann hier... Ja, du musst rebellisch werden. Die ist irgendwie rebellisch. So, wir wollen ins Bogenrestaurant. Nein, wollen wir nicht. Dankeschön. Ja, also der Papi, der guckt, da gucken wir mal, dass wir hier eine Erziehungsmaßnahme machen. Beeinflussen, der kann das gar nicht. Wieso? Kein Geschirr zum Spülen, keine Spielsachen, die ohne aufgeräumt sind. Ja, dann geht's uns ja eigentlich ganz gut, ne? Da kannst du mal trotzdem so ein bisschen was Freundliches vielleicht machen, kommst du ein bisschen liebevoll umarmen, dass sie ja doch dann mal irgendwie so ein Stück weit irgendwie, ne, sowas, so eine schöne Stimmung bekommen. Wo rennst du denn wieder hin hier? Wieso rennst du denn jetzt hinter das Haus? Wir sind ein bisschen blöd. Der will schon wieder sammeln gehen. Ja, ganz der Polizist. Wollt jetzt hier ins Badfenster oder was mit dir reden? Komm, wir gehen in das Haus. Wir müssen mal reden hier. Nicht, dass die beiden uns da... So, Umarmung, ja. Na, nicht, dass die beiden das mitbekommen, das wäre ja peinlich. Ja, komischer Vater. Red, verbotene Wörter um die Ohren brüllen. So, jetzt gucken wir mal, was das für einen Einfluss hat auf die... Ja, verbotene Wörter hier. Oh nein, was ist das hier? Bringt das nichts für die Charaktermerkmale? Das muss doch irgendwas hier bringen. So, ein Tobsuchtsanfall bekommen, weil du dich sehr unwohl fühlst. Ne? Du stinkst hier und bist müde. Emotionale Kontrolle geht runter. Dann kriegen wir die endlich mal auch wieder so ein bisschen runter. Und Zerstören von Puppenhäusern und Schulprojekten senkt ebenfalls diesen Wert. Ah, dann müssen wir mal gucken. Verantwortung. Unverantwortlich ist es, Chaos zu verunstalten. Kannst du aber hier gar nicht machen, ne? So, hat das Schulprojekt abgeschlossen. Oh, wie cool. Oh, wie schön. Boah, guckt euch das mal an. Oh, der ist so cool. Können wir den einschalten? Aktivieren. Was, Verantwortung geht runter? Wieso? Ah, oh, wie toll. Was machst du denn jetzt? Ich glaube, du spinnst hier. Oh, aktivieren. Oh, ist der cool. Oh, ist der cool. Kann man dem einen Namen geben? Ich will einen Namen geben. Oh, schade, geht nicht. Komm, guck den mal an. Nicht pennen gehen hier, Mensch. Jungens. 19 Uhr, aufwachen hier. Jetzt hat er sich erschrocken hier, ne? Komm, den holen wir rein, oder? Dann holen wir uns rein. Und du hast hier ja Mensch hier. Die Mami, die schläft schon, hast du aber Glück gehabt. Aber der Papi, der wird dir gleich mal sagen, hier, das darfst du mal gar nicht machen hier. So, Erziehung.
Aktuelles Verhalten maßregeln. Streng. Anschreien wegen angerichteten Chaos. Nee, so machen wir nicht. Ruhig hier. Bitten, kein Chaos anzurichten. So, Papi, nicht fancy gucken hier. Ja, ja, du willst lieber Feuerwehrmann sein, ne? Ja, ja. Was bist du hier? Für immer gefangen in Stufe 1 der Polizeikarriere, weil wir erstmal Familiengameplay angucken. Und du stinkst auch noch. Du hast ein Leben. Yay, alles explodiert. Ne, die Feuerwehrmänner, die haben hier noch was. Aber du hast keinen Bock hier, ne, dem Jungen hier. Ja, wir stellen das hier mal rein. Dann, ja, dann lassen wir den jetzt mal schlafen, den Armen. Gehst du auch ins Bett schauen, obwohl du Hunger hast? Okay. Alle mal schlafen. Sehr schön. Die gehen rechtzeitig zu Bett. Auch gut, ne? Ist ja auch Sperrstunde schon. Aber die Red, die wacht auf. Die muss duschen einfach, ne? Du musst jetzt einfach ein bisschen duschen. Da hast du wohl recht. Sonst stinkst du das ganze Bett voll. Und ja, so stinkig zu schlafen ist ja auch nichts. Deswegen duschen wir mit dir mal. Und ich würde sagen, wir reisen dann mit ihr zum Tocker-Apartment und besuchen mal einfach die Sims. Kann ich eigentlich raus mit meinem Teenager, obwohl Sperrstunde ist? Wer ist das denn wieder hier? Was willst du denn? Adam Beast. Das ist das Beast aus dem Die Schöne und das Beast Schloss, was ich gebaut habe. Boah, das ist ein Vampir. Psst. Der Vladislaus ruft auch an hier. Wir hatten Probleme miteinander. Vielleicht können wir ja Freunde werden. Oh, der Alte ist mir irgendwie ein bisschen gruselig. Ein Abendessen im Star Wars Restaurant. Nee, danke. Danke, nein. Die soll mal hier Teenager kennenlernen. Nicht immer die jungen Erwachsenen hier. Sondern was in ihrem Alter hier irgendwie. Oder? Die ist doch Teenagerin, oder nicht? Haben wir die aus Versehen doch als. Doch, die ist Teenagerin. Sehr gut. Oh, die Mami ist schon wieder wach. Was machst du denn schon wach hier? Hast du so viel Hunger? Oh, ja, das mit dem Essen habe ich noch nicht ganz so raus, ne? Ich wollte immer schön Tisch decken lassen und dann zusammen essen, aber irgendwie kriege ich das nicht so gut hin. So, Red, du bist hier bald schon energiegeladen. Sehr schön. Aber du musst noch ein bisschen pendeln. Bisschen noch, komm. Ein Sprüh, Nickerchen machen. Komm, ein bisschen pendeln. Nickerchen, es ist rot. Die Mami ins Bett und dann reißen wir mit dir aus. Wie ich schon sagen, ne? Ja, die muss einen Haufen essen, die Mami, weil die ist ja schwanger. Wir kriegen ja ein Baby. Zweites Trimester schon. Wow, sehr cool. In 10 Stunden drittes. Das wird toll. Das wird toll. So, du bist fertig mit Essen, oder? Nochmal eins. Nee, du gehst jetzt schlafen. Komm, aber du musst das Pipi machen, ne? Das kotzt du wieder. Komm, Pipi machen. Ja, komm, geh schnell aufs Klo. Schnell, schnell, schnell. Deinem Schwangerschaftsbauch hier. Streck ihn raus. Schön pieseln und dann schlafen. Alles gut. Wie geht's der Red? Muss noch ein bisschen Energie sammeln, sonst schlafen wir gleich wieder ein. Wir müssen die Stadt ausreisen hier. Wir reisen heute Nacht aus, um Lea, wieso gehst du dich ins Bett? Geh ins Bett gefälligst. Der Papi steht auch auf, um zu duschen. Ach, das ist ja heute wieder toll. Kannst du auch gleich noch hier frühstücken? Das haben wir bei alle durch. Schnelle Mahlzeit essen. Komm, du kriegst hier Chips. Oh, das habe ich da aus Versehen. Tut mir leid. Inspiration können wir mal machen. Dampfend ist kokett und energiegeladen. Immer mal nachdenklich duschen. So, Chips essen. Bisschen duschen. Bist du wieder angespannt? Ja, weil du nicht befördert wirst, ne? Wegen fehlender Beförderung. Und du musst pieseln auch noch. Du Arme, ess deine Chips jetzt. Komm, das reicht. Komm, nicht nochmal aufräumen hier. Auf ins Bett mit dir. Duschen und ins Bett. Jetzt aber hopp. Sonst ist die Nacht vorbei und die Red ist gar nicht dann rausgekommen. So, du bist aufgestanden schon. Komm, dann kannst du jetzt mal schnell hier noch was essen. Ja, du holst dir schon Joghurt. Sehr gut. Du musst auch pieseln. Du musst kurz deinen Joghurt essen. Und dann gehen wir aufs Klo und dann reißen wir aus mit dir. Das muss ausreichen jetzt. Schule kann warten. Oh, die lassen uns bestimmt nicht rein, ne? Aber wir haben die auch gar nicht im Kontakt drin, ne? Wir haben Kummer-Hotline, kann sie anrufen. Nee, wir haben gar niemanden, wir kennen die ja noch gar nicht. Wir müssen sie erstmal irgendwie kennenlernen. Das wird schwierig bei Nacht. Lassen uns bestimmt nicht rein. Dann würde ich das dann doch irgendwie vertagen wollen. Ja, nächstes Mal gehen wir dann zu den Zocker-Sims. Das tut mir leid, du bist traurig, ne? Oh, total traurig wegen Merkmal düster, ja. Das
dann ist das wohl. Also das mit diesen nächtlichen Aktivitäten müssen wir irgendwie abstellen, liebe Leute. Das geht mal gar nicht. Diese billige Dusche dauert es ja auch ewig hier. So, der Kleine, der ist schon bald wieder wach hier. Sehr cool. Können den doch auch nochmal, können wir den nicht drehen, auch mit Punkt und Komma hier im Live-Modus. Sehr gut, so muss es sein. Der ist so süß, der ist so cool. Der ist viel cooler als der Frosch. Ist aber die billigste Variante, ne? Qualität schlecht. Ach ja, komm hier, das war das erste Mal. Erschaffe deinen eigenen Roboterfreund. Lerne dabei mehr über Getriebe, Servos und Kraftquellen. Servos. Schade, dass es kein Servo mehr gibt. Ich hätte so gern einen Haushaltsroboter. Für die Mami wäre das bestimmt ein Segen. Auf! Du musst jetzt hier duschen, jetzt gehst du nochmal schlafen. Ne, du gehst nochmal aufs Klo und dann erst schlafen. Ja, dann haben wir bald alles hier, dann brauchst du bald gar nicht mehr schlafen gehen, Mensch. Ja, Red, das war's jetzt dann wohl dann doch. Warst du doch nicht auf dem Klo, ach so wegen dem Papa, ne? Ja, klar. Naja, gut. Wieso gehen die Lichter eigentlich nicht automatisch an und aus? Alle Lichter. Ne? So ist schon besser. Sieht schon besser aus. Oh, das Rotes leuchtet so. Ausgangssperre hier, rotes Licht hier. Türen werden verriegelt. Tür abschließend für alle. Das wurde der Junge gar nicht für sein Verhalten gemaßregelt hier. Der leuchtet sogar, der Robi. Oh, wie süß ist das denn? Wie geil. Der ist voll cool, oder? Der ist voll cool. Papi, was machst du noch? Komm. Inspiriert. Ja, du gehst jetzt inspiriert ins Bett. Inspiriert ins Bett. Auf. Hopp. Weg mit dir. Ab ins Bett. Du hast gerade geduscht, das reicht. Du brauchst nicht die Hände waschen. In Sims ist das möglich. Macht das nichts aus. So, auf, komm, hopp. Krieg ich jetzt mal alle zum Schlafen. Sehr gut. Und wie lang? Schon wieder hier die Red hier. Was ist denn los? Jetzt musst du pieseln. Ja. Ja, ich weiß. Dann geh halt schnell, bevor du hier ewig rumfuchtelst. Hier, dann dauert es ja noch länger. Schlafen. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich schon gemacht? Du hast die wieder irgendwo. Du hast die hier wieder, ne? Hausaufgaben machen. Oh, nee. Musst du morgen früh aber machen. Du brauchst auch noch einen Schreibtisch, ne? Naja, die macht immer bei dem Bruder hier im Zimmer Hausaufgaben. Oh, du hast das Bild hier genommen. Tankraklin. Ah ja. Okay, komm, das hängen wir auf. Ansehen. Oh, oh. Entschuldigung, lass dich aufweg hier. Dein Bild angucken. Hausaufgaben machen, komm, bevor deine Schwester kommt. Stinkmolch. Du hast auch Hunger wie Sau, ne? Oh nee. Dann gehst du jetzt duschen. Ah ne, du gehst hier, erfrischend. Energie. Braune Energie. Ja, du musst kommen auf hier duschen. Und dann nimmst du ein Müsli. Ein Cerealien. So, guten Morgen. Da gehen die Lichter automatisch an, ne? Ist voll toll. Sehr gut, so muss es sein hier. Die singen auch manchmal die Kids, voll witzig. Singt der auch? Nee. Er singt nicht. Kein singendes Kind. Er denkt nach. Er ist ein Genie. So, was hast du denn für Wünsche? Du möchtest mit Kind anfreunden und du möchtest von Ideen erzählen. Oh. Auf, schon 3 Uhr nachts. Wir müssen noch Hausaufgaben machen. Und ihr habt so viele Hausaufgaben immer. Ne? Also die haben schon viele Hausaufgaben, oder? Die müssen schon lange da immer dran sitzen an dem Ding. So. Das würde ich auch mal gern haben. So einen Kühlschrank aufmacht und einfach das Müsli, das fertige, rausnimmt. Die sind bestimmt matschig, wenn die dann ganze Zeit mit Milch schon hier. Oder sind die ohne Milch? Sind das nur Cerealien? Weiß man auch nicht, ne? Werden wir wohl nie rausfinden, weil da steht dann nichts mit Milch oder so, ne? Das sind nur Cerealien. Das muss ja trocken schmecken. Das muss trocken schmecken. Du bist schon wieder verspielt. Ach so, wegen der Maissims-Puppe hier, ne? Das sind voll die Verspielten. Du musst jetzt dann deine Hausaufgaben machen. Das kannst du gleich hier am Tisch hier machen auch.
Ja, weil das einfach dann hier, oder? Ne, setzt du dich da hin, freien Platz, ne? Abgespült wird nicht. Da wird deine Schwester ja dazu verdonnert wieder morgen von der Mami. Du machst jetzt deine Hausaufgaben. Das ist sehr gut. Das ist noch Zeit. Lass dich nicht ablenken von mir. Und so, gucken wir mal hier. Ist die Mami schon auch noch nicht wach? Nee, die Mami braucht auch noch ein bisschen Schlaf. Ja, die haben schon wieder alle Hunger. Was ist denn das für eine gefräßige Familie? Das gibt's doch nicht. Alle voll immer hier. Die essen die ganze Zeit und haben trotzdem die ganze Zeit Hunger. Also irgendwie stimmt da was nicht. Wir müssen hier mal Frühstück servieren mit der Mami. Und wir machen... Was gibt's zum Frühstück? Pfannkuchen. Oder? Pfannkuchen. Ja. Wir hätten da auch die Erdbeeren reintun können, die der Papi gesammelt hat. Aber die haben wir jetzt hier gar nicht. Oh nee, schade. Ah, das wollten wir auch noch aufmachen, ne? Sein. Okay, dann machst du Frühstück servieren und zwar hier Pfannkuchen. Jetzt mal probieren wir das heute mal. Ob das was wird. Weil, ja, sonst kriege ich die nie alle an den Tisch hier. Kannst auch ein bisschen, kannst noch schlafen. Wobei 4 Uhr, halb 5 schon, das muss jetzt hier los da rein. Komm, auf wie. Pfannkuchen. Ja, Baby, ich weiß, du bist hier ein bisschen immer Morgenübelkeit. Kannst ja zwischendrin mal kotzen gehen. Ist ja okay. Wir haben ja ein Klo. Es tut wieder. Ist reparieren lassen. Und wir machen Pfannkuchen. Hatte ich jetzt auch Lust drauf. Ich glaube, ich mache mir auch Pfannkuchen. Mache ich total gern sowas. Ist ja sehr cool. Quizak. Ich habe einen schönen Bart. Du Kühlschrank, du. Nee, die redet mit dem Jungen. Minus? Wieso Minus? Hey, was ist denn los? Du bist nur schlecht drauf wegen dem Baby. Lass nicht an deinen Kindern aus, Madame. Das ist eine Frechheit. Du bist doch eine Supermami. Du bist Level 4 schon von Erziehung. Was können wir denn jetzt machen? Mit einem Baby zu fühlen. Oh, schön. Große Neuigkeit erzählen. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder was hier? Du kriegst ein Geschwisterchen. Du, ich bin schwanger, ne? Bald flutscht hier ein Baby raus. Yeah. Und der so, nein. Juhu. Und dann, scheiße, dann müssen wir wieder umziehen. Wir haben ja gar kein Zimmer mehr, Mami. Und krieg dann trotzdem mein neues Handy hier, oder? Oder mal richtiges Essen von dir, ne? Letztes Mal der Fisch war kacke. Oh. Und gerade sagt sie es, dann kann ich mal Pfannkuchen machen hier. Du willst hier Obst und Gemüse reintun, lieber, ne? Das wäre was Frisches. Haben wir leider nicht. Ah, da draußen gibt es ja Erdbeeren. Guck mal, da gibt es schon wieder Erdbeeren, oder? Nee. Fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Ach, du kannst sie nur nicht ernten. Na, du bist zu unwohl, um Erdbeeren zu ernten, du Arme. So, du stehst auch mal auf, weil die ist jetzt gleich fertig hier. So, und du auch bitte, Madame. Wir werden jetzt nämlich... Du isst noch nicht hier. Stopp. Du räumst jetzt hier erstmal auf. Hier alles auf jetzt. So. Und dann rufen wir die alle jetzt zum Essen. So. Ach, Papi, jetzt hör auf. Nicht wieder. Ich dachte schon, der macht wieder was... Was machst du denn jetzt? Stellst dir da gleich mal was weg hier. Das gibt's doch nicht hier. Auf. Papi, hör auf jetzt da. Nix. Pfannkuchen essen. Ja, mach bitte. Junge, du auch. Komm, hol den Teller jetzt auf. Red auch. Dann halt manuell. So. Jetzt auf mit den Hausaufgaben. Hol dir jetzt einfach was. Jetzt holen sie alle zweimal was. Jetzt haben wir den Tisch zwar nicht gedeckt, aber morgen zum Frühstück ist das auch okay. So, liebe Sims. Wieso setzt du dich jetzt nicht hin? Jungschen. Jetzt haben wir wieder zu viel Sachen hier geholt. Guck mal, die Pfannkuchen, die sehen doch so halbwegs gut aus, oder? Ne, Qualität ist wieder schlecht. Mensch, du machst dir immer schlechte Sachen hier zum Kochen. Mensch, das ist voll nervig. Manieren hier. Schwerst dich hier, ne? Von Vampiren schwärmen. Kannst du dich mal auslassen, kannst du mal sagen. Unfaires Leben jammern. Von... Lieblingsspiel, wo war das hier? Das ist wieder weg. Lustig. Unfug, hier Unfug. Wir machen hier auch wieder die urbane Legende. Es ist voll nervig hier, Leute, wirklich. Oh Mann, irgendjemand stinkt hier schon wieder, sagt die Mami. Das bist du selber, oder? Wer ist es denn, wer stinkt? Niemand? Der Junge? Auch nicht. Die Red, die stinkt hier mit... ihren Geschichten. Marvin kann jetzt in Elternzeit gehen. Oh.
gleich schon nach dem ersten Tag. Du bist auch ein Schmarotzer dann, ne? Einmal hier arbeiten, jetzt zweimal war, glaub ich schon. Hat er sogar, du hast sogar frei. Und dann Elternzeit, sollen wir das machen? Und ja, und dir geht's gar nicht so gut, ne? Red, du kannst mal dann aufräumen. Aber hier stinkt's doch gar nicht. Junge, jetzt setz dich hin, das macht nichts aus, wenn dein Teller steht. Ach, du bist ja eh schon satt, ne? So. Und der Papi sagt jetzt hier zu, hier, Erziehung zu etwas beeinflussen und Chaos aufzuräumen. Madame, Sie räumen hier gefälligst den Frühstückstisch auf. Sag mal um deine Mutter, jetzt muss die das wieder machen, wenn wir alle ausgeflogen sind. So, jetzt hier kommt der Papa, ne? Du, nicht Farbe sprühen, sondern hier aufräumen, Chaos, ne? Achso, das Chaos ist das, was der Junge gemacht hat, jetzt hier. Da müssen wir aber auch noch sagen, zu etwas beeinflussen und zwar zu spülen. Hier, zu spülen, auch nochmal beeinflussen, ne? Oder macht die das jetzt auch? Weil die spült jetzt ja auch ab. Ist das wegen dem Chaos So. Ja, die räumt schon auf. Auch der Chaos ist also auch mit Spülen hier gemeint. Sehr gut. Weil der Junge hat ja da draußen den Scheiß hier hingemalt. Da wollte die Mami noch was sagen, ne? So, um Rat gebeten werden. Ah, unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit... Ah, beeinflusst Manieren, beeinflusst Empathie. Jetzt steht das sogar dran. Sehr cool. Mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Klar, gib es jemand anderen. Also ich würde eher sagen Manieren, oder? Komm. Ja, Manieren steigt, Empathie sinkt. Alright. Sehr schön. Haben wir wenigstens ein bisschen was gesteigert, auch wenn was anderes wieder dann. Ah, hier wieder am Handy rumspielen. Du hast doch Handyverbot, oder nicht? War das nicht so? Du musst jetzt hier erstmal kommen, hier Erziehung. Du musst immer so weit klicken hier. Zum Spülen ermutigen, genau. Hier. Oder nee, das lassen wir lieber, sonst wird hier ja noch so positiv wieder. Wir machen die Erziehung und so etwas beeinflussen und Chaos aufzuräumen. Auf. Und die Mami, die muss jetzt den Jungen hier so ein bisschen... Was gibt's hier noch? Leviten lesen. What? So etwas zwingen gibt's jetzt auch schon. Bei Bedürfnissen helfen. Wie hilft die denn beim Pipi machen oder was? Bitten sich selbst zu waschen. Abschluss von Schulprojekt ermutigen. Genau, das ist doch gut. Schulprojekt. Was liest du denn hier? Erziehungsratgeber. Das Tagebuch von ihm. Das ist das gleiche Cover, das Buch. So. Sehr gut gemacht, mein Junge. Wir haben einen schönen Roboter zusammengebaut. Das machst du richtig gut. Da denkst du, diese Mami geht weg vom Fernseher. Ich sehe doch nicht hier vorbei. Das ist voll abgelenkt, ne? Ach, Mami, geh weg. Komm. Gehst du mal weg, Mami. Bitte, geh weg. Komm, du gehst wischen, Mami. Genau. Ich will schon wischen gehen hier wieder. Aufräumen. Genau. Räum mal auf. Okay. So. Tja. Haben wir jetzt verpasst. Ne? Wir müssen die gleich quasi am Ohr hier ziehen und sagen, du machst es da nicht mehr gefälligst hier. So, unsere Family. Langsam komme ich rein. Die Red spielt hier noch so ein bisschen Geige, aber das war's dann auch für heute. What? Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zu Die Sims für Elternfreunde hier im Let's Play oder natürlich jetzt an einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Ja, guckt auch mal in die Let's Build Playlist rein, da habe ich einige Häuser gebaut, wie auch dieses Familienstarthaus. Das gibt es natürlich auch in der Sims 4 Galerie als Download. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr auch mit der Familie und dem Haus spielt. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.